Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, dass mein Auge eigentlich so gut wie geheilt ist, also da ist keine riesige Schwellung mehr, hier ist ein Pickel. Die schlechte Nachricht ist allerdings, ich habe Fieber und bin krank und habe Halsschmerzen, Kopfschmerzen und ich bin fett und hässlich. Duschen hat irgendwie auch nichts gebracht. Vielleicht bin ich nicht mehr hässlich, wenn ich mir meinen Bart abrasiere. Nee, ich sehe immer noch gleich aus. In der Zeit, wo ich allerdings versucht habe, meine Hässlichkeit irgendwie ein bisschen zu verstecken, was allerdings wirklich leider erfolglos blieb, sind noch zwei weitere Personen hier angekommen. Zu uns ins Haus an die Nordsee, also nicht mehr nur Jule und ich sind jetzt hier, sondern ich stelle sie euch mal vor. Sarah, meine Schwester. Max. Hello. Nicht meine Schwester. Wir gehen jetzt an den Strand und ich habe zwar einen Titel geschrieben, dass wir heute unsere Instagram-DMs mal vorlesen und durchgehen, aber es ist krank heiß und wir gehen jetzt erstmal schwimmen. Wir gehen an den Strand. Brötchen. Warte, ich will kurz so einen Aesthetic-Shot von den Blumen machen. Yeah, in the store. Nice. Jule braucht noch eine Sonnenbrille. Komm, Jule, setz sie einmal auf. Hä, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich wollte dir nur mal eben sagen. Wir sind am Strand angekommen, Freunde. Strand. Hä? Dieses Ding ist kaputt. Ja, Leute, es ist tatsächlich nicht so sinnvoll, eine Kamera mit an den Strand zu nehmen und dann einfach in eine Tasche zu packen, in die der ganze Sand reinfliegt. Aber naja, ihr seht schon, wir haben nasse Haare, wir waren im Meer. Auch nasse Haare. Ich bin richtig fett in eine Muschel reingetreten und mein ganzer Fuß stirbt gerade. Dem sind wir auch noch zweimal im Meer richtig krass schwimmen gewesen. Ich habe zwei Runden Volleyball gespielt, gewonnen, muss man an der Stelle sagen. Aber ich bin krank und das war vielleicht nicht so gut. Jedoch gehen wir jetzt erstmal ein Fischbrötchen essen. Das ist für dich richtig was Tolles, ne? So richtiges Nordsee-Ding. Geil, Alter. Du freust dich wieder richtig, ne? Vlogst du? Hey. Nee, ich vlog nicht. Jule und ich waren gerade im Supermarkt einkaufen. Wir haben dreimal Eis hier gekauft und ein so ein Eis. Wie heißt das Eis? Kinderriegel-Stick. Das Kinderriegel-Eis. Also jetzt kommt mein Exclusive Review. Das schmeckt null nach Kinderriegel. I didn't get paid to say this. Duschen. Max und Sarah sind gerade zurück hier angekommen und was? Wieso habt ihr den Einkaufswagen abgezogen? Das sind Sarah und Jule. Okay. Aber meine Damen und Herren, wir starten direkt. Ihr seht es im Titel ja eingeblendet. Instagram-DMs lesen von, weiß ich nicht, Jule, Luca und Sarah hier. Wir haben jeder so 7 DMs, glaube ich, mal rausgesucht von den letzten Tagen, die ein bisschen lustig waren, verstörend auch teils. Deswegen würde ich sagen, ich fange erstmal an mit meinen 7 DMs. Und zwar die erste ist diese hier. Hey Sexy, was machst du? Zwinker Smiley, ein Bild und bin Ramon übrigens. Hey Ramon. Hello. Kannst du gerne die Mädels anschreiben, aber nicht mich. Dein YouTube-Knotent ist echt nice. Mach weiter so, finde dich cool und dann berichtigt Content. Und auch das noch falsch geschrieben. Mega gut. 18. Juli 2016, hallo Luca. Und dann 2 Jahre später, okay, bye Luca. Das finde ich gut. Da habe ich auch echt ein bisschen gelollt. Die nächste Person hat mir einfach um 4:30 in der Nacht einen Punkt geschickt. Da, ja. Danke, danke schön dafür. Kann es sein, dass du kiffst? Wenn ja, willkommen im Club. Hä? Was? Stinkst nach Kot. Wollte ich dir nur mal sagen, also geh endlich duschen bitte, das wäre besser für uns alle. Auch danke, danke dafür. Die letzte DM, die ich hier vorbereitet habe, ist das hier. Da hat mir eine Person einfach jeden Emoji geschickt, den es gibt. Als nächstes würde ich sagen, machen wir bald... Ach, da ist Max. Wieso warst du eigentlich da unten? Weil ich stören wollte. Ehrenmann. Die nächsten DMs sind jetzt von Jule, deswegen hier. Die erste kannst du mal vorlesen. Hey, wie geht's dir? Bist ja süß, aber... Aber? Schon süß. Schon eine süße schon DM. Süß, aber... Luca ist scheiße. Kann ich auf jeden Fall zustimmen. Fick dich. Hey ho, Finger in the Pro. Ich bin ein Alien. Auf jeden Fall eine gute Kombination. Scheiß auf Luca, ich würde dich viel härter ballern. Okay. Wow. Alles klar. Hey Schnucki, willst du mich zum Schnurren bringen? Mach ich auf jeden Fall. Mit so einem Löwen-Smiley einfach. Kann es sein, dass Luca dumm ist? Ja, ich glaube eher du bist dumm. Hey, na, auf der Suche nach einem? Also ich bin Steve und komme aus Weimar. Hi Steve. Hi Steve. Die nächsten DMs sind jetzt von Sarah. Wenn man seinen Alkohol braucht.
kann ich nachvollziehen. So, dann hatte ich mal eine Story drin, wie wir eine Flasche nicht aufbekommen haben. Wenn man ein Feuerzeug an den Flaschenhals hält, dann soll der Korken von alleine rausflutschen. Warum? Das ist einfach nur nett gemeinter Tipp. Wieso betonst du flutschen so? Flutschen voll das Kackwort. Flutschen ist voll lustig, Alter. Hallo Sarah, richtig geschrieben und nochmal korrigiert, richtig geschrieben, Sarah. Ja. So. Hab deine Nummer verloren, könntest du mir sie nochmal geben? Okay, zu Grinch, sorry, hahaha. Wünsche dir einen schönen Sonntag. Was ist das für eine komische Anmache? Hast du jemandem was angetan oder wieso wird dein Name bei Jodel City geteilt? Das ist der Jodel City? Ich weiß auch nicht, was Jodel City ist. Ich kenne nur das normale Jodel. So ein schönes Lächeln habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich muss ehrlich sagen, das hat mir sogar ein bisschen den Tag versüßt. Wow. Natürlich, Sarah, suchst du nur so die M's raus, die so richtig lieb sind an sie? Miss Sarah, dein Profil macht mich sehr neugierig. Du bevorzugst ebenso die Mischung einer außergewöhnlichen Art und einer unkonventionellen Weise. Sir H. Ich möchte von allen guten Geistern verlassen. Hi Sexy, du bist so geil in Unterwäsche. Frag mich, wo man mich in Unterwäsche gesehen hat. Am Strand. Das ist keine Unterwäsche. Oh. Vielleicht hast du mal was mit dem. Nein, Zena, guck dir mal sein Bild an. Boah, nein. Ja, Leute, wir wollten einfach mal so ein paar DMs raussuchen und haben das jetzt jeder siebenfach getan. Ja, wir gehen jetzt was essen. Ja, Leute, wir haben gerade gegessen, aber ich bin Opfer und hab das vergessen zu filmen. War's lecker? Ja, schon, aber wir haben lange gewartet. Alter, wir haben echt 5 Stunden gewartet. Das ist meine Nase. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. An dieser Stelle würde ich den heutigen Vlog jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Ich bin leider immer noch ein bisschen krank. Ich glaube, das kann man hören. Ich glaube, das kann man auch sehen. Von daher bin ich nicht allzu fit und kann nicht so richtigen Content bringen von wegen, yo, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das. So, wir waren heute einfach nur am Strand chillen. Dann dachte ich halt, wir lesen einfach mal ein paar Insta-DMs vor. Und ich meine, die sind halt teilweise echt verstörend gewesen. Scheiß auf Luca, ich würde dich viel härter ballern. Alles klar. Wenn euch der Vlog heute gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da, Freunde. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euer Alter ist. Ich bin 22 und dann sehen wir uns im nächsten Vlog übermorgen. Tschüss.